Servus, hallo und willkommen zurück zu The Witcher Part 26. Im letzten Part haben wir uns hier mit dem Antiquar unterhalten, haben uns mit Büchern vollgedeckt, mit Wissen zugeballert, waren im Sumpf unterwegs und haben dort ein paar Sachen erledigt und ich versuche gerade dazu zu hören. Man munkelt, die Quarantäne werde so lange dauern, wie die Pest wütet. Haben wir ein Pech? Ja, aber gut, machen wir einfach das Beste daraus. Quarantäne hin oder her. Ein armer Junge. Euer Haar ist weiß wie Milch. Wie kommt das? Das kommt davon, dass ich kleine Kinder gern zum Frühstück esse. Euer Haar ist weiß wie Milch. Wie kommt das? Okay, ich dachte eigentlich auch, wo ich Geralt das erste Mal gesehen habe, dass er einfach nur ein alter Sack ist. Unsere Missionsprioritäten habe ich ein bisschen geändert. Wir wollen ins Lagerhaus, aber das muss ich erst nachts tun. Wir haben hier ein Lagerfeuer in der Nähe, deswegen ist das in Ordnung. Und das mit den kleinen Mädchen habe ich gerade immer noch nicht verstanden. Kleine Mädchen in Gefahr. Armer Mann. Alte Frau. Ach, trinken wir einen. Das ist eine sehr gute Idee. Würde ich auch gern machen. Einfach mal die Hucke zuballern. Wer ist das? Der Gärtner. Den kennen wir ja bereits. Du warst es. Du hast die Milady getötet. Der Gärtner ist immer schuld. Laut Edgar Wallace zumindest. Nehmt mich zu eurem Knappen. Ich vermag ein Schwert zu tragen. Oh, das ist das Traurigste, was ich bisher in The Witcher gesehen habe. Hier kommen die Tränen. Okay, ich finde das wirklich traurig, auch wenn ich jetzt gelacht habe. Nein, ich finde, ganz ehrlich, ich finde das traurig. Das ist ja alles sehr realistisch nachempfunden. Und das Lagerhaus müsste jetzt eigentlich irgendwo hier sein. Ich glaube, einmal außen rum und dann sind wir schon da. Da müssen wir auch noch rein. Zu Bockfleischshaus. Oder zum haarigen Bären? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Wo war das denn? Kurzen Blick auf die Karte. Das müsste hier sein. So, komme ich da jetzt schon rein? Ist abgeschlossen. Dann probieren wir das abends nochmal. Und wer trötet da überhaupt? Was soll das denn? Das passt doch gar nicht. Verdammt. Mit den Schurken möchte ich nicht reden. Hey, so redet man nicht mit einem Helden. Missgeburt nennt er mich. Ich glaube, es hackt. Jetzt ist die Frage. Mitternacht, oder? Da ist Geisterstunde. Ich glaube, da versammelt sich dann das Übel. Okay. Oh, hallo! Was soll denn der Spaß jetzt? Ah, komm schon, ich kann mich nicht bewegen. Ich bin gestunt. So, jetzt erstmal wegrennen. So, nehmen wir mal den starken Kampfstil. Was ist das denn für ein Viech? Okay, gegen unser Silberschwert hat das natürlich nicht viel entgegenzubringen. Und dass die anderen Männer drauf einkloppen, ist auch nochmal ein Vorteil. Was war denn das? Nein! Hey, ich will nicht gegen euch kämpfen! Ach du Scheiße. Okay, gut. Wegrennen. Pirouette. Tanz, Geralt, tanz. Okay, wir brauchen erstmal das Stahlschwert. So. Ja gut, wenn ihr es nicht anders wollt, dann von mir aus. Der erste rennt weg. Der zweite ist tot. Ich weiß ja noch gar nicht mal, was los ist. Vielleicht ist das nur ein großes Missverständnis. Oh Gott. Moment, wir pausieren das Spiel. Nehmen wir mal die Schwalbe ein. Sonst gehe ich hier wirklich noch drauf. Ich wäre ja gern gnädig, aber die haben angefangen. Teuerste. Oh Gott, ich möchte nicht den Wachen zu nahe kommen. Nicht, dass die mich dann auch noch killen, deswegen. Oh, auf geht's. Ich meine, wenn ich sie schlage, dann stunne ich sie ja gleichzeitig und dann hören sie auf mich einzuschlagen. Damit erhöhe ich zumindest ein bisschen meine Lebenschancen. Seid ihr jetzt alle zufrieden? Gewalt ist keine Lösung, Freunde. Auch wenn es cool aussieht. Nein. Oh, also. Gegen die kann ich mich doch auf jeden Fall kümmern. Dann darf ich da endlich rein. Schlage ich eigentlich auch nach hinten? Ja, tue ich. Gary von River schlägt wild um sich. So, Pirouette. Und weiter geht's. Ich weiß schon, wie ich die Folge nenne. Dance Dance Revolution. Nein, nenne ich natürlich nicht wirklich so.
Aber vielleicht werde ich eine Anspielung darauf machen. Was mit dir? Arme Frau, willst du auch drauf gehen? Ja, lauf nur weg. Darf ich da jetzt endlich rein? Ist abgeschlossen. Ach komm schon, jetzt habe ich die endlich gekillt und ich darf... Ah, wir haben den Schlüssel. Sehr gut. Sollen wir das jetzt schon machen? Na gut, wenn sich die Gelegenheit bietet, warum nicht? Feuersterne nehmen wir mit, die Blaubeeren. Ja komm, vielleicht können wir uns mal hinsetzen. Die habe ich eigentlich verkauft, aber... Wobei, wir sind ganz aufgeladen. Brauchen wir gar nicht. Wo ist er denn? Steht er da? Kleiderschrank. Da komme ich nicht rein. Ein Päckchen. Nierenfett. Schwarzpulver. Ih, was ist denn das? Sieht aus wie ein Bild. Im Kleiderschrank finden wir natürlich Speisen. Warum sollte da auch etwas anderes drin sein? Mittlerer Alkoholgehalt. Ah. Ja, komm, warum nicht? Treppe nach unten, das hört sich schon mal sehr gut an. Gehen wir mal in den Folterkeller. Hier ist aber auch nichts. Mittlerer Alkoholgehalt. Okay, qualitativ hochwertiger Stoff für Bomben. Ah, Blaubeeren stacken ja, deswegen kann ich die mitnehmen. Das ist okay. Was haben wir hier noch? Lauter unnützes Zeug, sag mal. Was, haben wir das nicht schon? Mittlerer Rosé? Nee, ist zu sehr rot, was wir mitgenommen haben. Na, endlich ein bisschen Kohle hier. Puh, ich habe jetzt eigentlich mehr damit gerechnet, dass wir mit dem Hausherrn sprechen. Das wäre natürlich jetzt interessant gewesen. So auf die Art, was wollt ihr in meinem Haus? Und ich, ja, ich bin Einbrecher. Und du, ach, keine Ahnung, was Geralt dann gesagt hätte. Geralt redet ja sowieso nicht so viel. Vielleicht in einer anderen Tageszeit, aber da wollten wir sowieso nicht hin. Wir wollten zum Lagerhaus. Und ich würde gern wissen, was das für ein Viech ist. Ist das jetzt eigentlich weg? Oh Mann, ich hätte es doch plündern müssen. Na gut, was soll's. Für das nächste Mal weiß ich Bescheid. Yay, yeah, es ist offen. Keine Spur von Yavet oder dem Professor, aber diese Kerle sollten kein Problem sein. Dann mal los. Wer ist das? Das war so aber nicht abgemacht. Ganz ruhig. Nur ein Hexer. Ihr wisst doch, dass Hexer Golems sind. Kein eigener Wille, befolgen Befehle schnell und widerspruchslos. Richtig, Geralt. Hm, lasst den Blödsinn. Ich habe euch in flagranti erwischt. Aha. Also entweder stimmen wir ihm zu oder wir sind dagegen. Der Kerl ist mir sowieso sehr unsympathisch, also... Lasst den Blödsinn. Ich habe euch in flagranti erwischt. Ihr macht Geschäfte mit den Salamandra. Wer zum Teufel ist das? Ein echter Idiot. Wo sind Yavet und die Hexergeheimnisse? Redet! Oder ihr bekommt Hexerstahl zu spüren. Das werdet ihr bereuen. Tötet sie! Versucht euer Glück. Also, auf geht's. Das richtige Schwert haben wir ausgerüstet. Wir sind im Gruppenkampfstil. Und er flüchtet! Schaut euch das mal an. Er beeilt sich noch nicht mal. So sicher ist er sich. Aber ich weiß ja, wo ich ihn finde. So, da wechseln wir kurz den Kampfstil. Dann ziehe ich ihm ein bisschen mehr ab. Verdächtiger Vincent Mace. Ich sollte mich ernsthaft mit Vincent unterhalten. Das sollten wir auf jeden Fall tun. Ein Schleifstein. Erhöht zugefügten Schaden um 10. Ja, warum nicht? Waffenschleifen ist immer gut. Die Oreo-Kekse nehmen wir mit. Schwere Keule. Mein Inventar ist voll. Wir können nicht noch mehr aufnehmen. Hey, das ist ja super. Oder ist das jetzt damit gemeint? Ja, vermutlich. Ach, ist das schön. Oder es verbraucht wirklich so viel Platz. Was haben wir hier noch? Habe ich das nicht schon aufgehoben gehabt? Ja, natürlich. Reden wir mal mit dem guten Vincent, was er zu seiner Verteidigung zu sagen hat, dass er uns tot sehen wollte.
Was soll das heißen, wir sind nur ein Hexer? Ich glaube, er spinnt. Wählen wir mal die Quest aus. Wir sind hier im zweiten Kapitel. So, wir müssen zum Vinzenz Posten. Da müssen wir wahrscheinlich den Weg hier laufen. So weit ist das nicht. Allgemein kommt man ja eigentlich auch relativ gut ohne Karte zurecht. Ich sagte relativ. Ich bin irgendwie immer mit Karte unterwegs. So eine kleine Krankheit von mir. Alle 5 Sekunden drauf gucken. Seht ihr? So zum Beispiel. Aber besser als im Herzhören. Gibt's da Streit? Tatsächlich! Haut ab, Kumpel. Lasst die Dame in Ruhe. Ihr habt Mitleid mit einer Hure? Bevor ihr geht, entschuldigt ihr euch noch für euer schlechtes Benehmen. Ihr seid nicht bei Trost, alter Mann. Haut ab, bevor ich euch absteche. Nachdem ihr euch entschuldigt habt, geht zu Hauptmann Vincent. Sagt ihm, ihr seid ein Verbrecher und eine Ratte. Zieht euer Schwert, Streuner. Ich töte niemals unbewaffnete Leute. Ihr habt eure Chance vertan. Auf ihn! Das ist ja cool. Dann geht auch das weiter. Aber die Frage ist, gegen wen kämpfen wir da jetzt eigentlich? Falsches Schwert, Geralt. So. Nimm mal den starken Kampfstil, ja, oder? Nein, gegen den auf jeden Fall nicht. Ich glaube, das wirkt auch beim anderen nicht. Das war's mit dem ersten. Und der zweite. Jetzt könnten wir eigentlich auch die anderen abklappern. Also wenn es schon mal klappt, warum nicht? Den Zwerg stechen wir nicht ab. Der hat's nicht verdient. Noch nicht. Die alten Völker bewohnen dieses Gebiet. Zwergen, Handwerker und Elfenkünstler. Okay. Was soll uns das jetzt sagen? Na also, die nächste. Verschwindet. Ich habe geschäftlich zu tun. Verschwindet oder ich töte euch wie einen Hund. Versucht euer Glück. Ergreift ihn. Ach, diese armen zwei Irren, sie wissen einfach nicht, was sie erwartet, oder? Oh, da kommt ja noch einer dazu. Es werden wohl immer mehr. Aber wir haben ja unsere Tränke dabei, wenn es mal ein bisschen knapp wird. Was ist mit seinem Schwert los? Zieh es, verflucht. Beziehungsweise, ich sehe, er hat kein Schwert, er hat eine Axt oder was dabei. Vielleicht habe ich auch den falschen Kampfstil, ich weiß es nicht, testen wir das mal. Nein, 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 nein. So, jetzt. Werde euch töten. Moment, ist das überhaupt das richtige Schwert? Ja. Hexer, nein, nicht Silberschwert, wir brauchen das hier. Okay. Die zweite Gruppe ist besiegt und dann bleibt nur noch eine Gruppe übrig. Dann können wir auch diese Quest schon mal abhaken. Rollen hier geschickt um die Ecke. Nur um zu sehen, dass es hier nichts gibt. Hund, folgt mir, auf in den Kampf. Ihr da, verschwindet. Tätlichkeiten sind unhöflich. Geht, solange ihr noch könnt. Diese Frau gehört zu mir. Dann sterbt ihr. Und wieder unhöfliche Leute. Das ging jetzt schnell bei dem, oder? Moment, Moment, Moment. Moment. Boah, Pisskopf nennt er mich. Ich glaube, ich kotz. Mal sehen, ob ich damit besser vorwärts komme. Ja, tatsächlich. Wir sollen zu Carmen gehen und unseren Lohn abholen. Das machen wir aber erst später. Wir sammeln die Oreo-Kekse ein. Was ist das? Ach, ich pfeife auf dem Met. Oder ich sehe da rechts gerade noch was. Was ist das? Nee. Das ist ein ganz anderer Met. Der würde nicht stacken und dann würde das einfach nur Platz verbrauchen. Wo ist Vincent? Wir sind hier oben geradeaus und dann vorne links. Okay.
Ich finde es schön, dass mir die Stadtwache geholfen hat. Ich hatte schon Angst, dass sie mich selber killen. Wäre ein bisschen peinlich gewesen. Also wenn er nicht draußen ist, und das ist er nicht, müsste er irgendwo hier sein. Moment, wo geht's denn da rein? Hier ist doch irgendwo der Kerker. Ich hatte doch irgendwo den Kerker in Erinnerung, genau. Und da drin können wir mit ihm reden. Es speichert zumindest schon mal. Ist ein gutes Zeichen, dass es hier weitergeht. Nein, aber hier ist er nicht. Mit Jethro haben wir schon geredet. Wo versteckt sich der Kerl? Muss es auf jeden Fall eine andere Tageszeit sein. Wir sollen ja auch das Fistech zu Jethro bringen. Fistech habe ich zufälligerweise dabei. Passt mal auf. Das ist... Wo ist denn das? Hier. Oder habe ich das offscreen durchgespielt? Wahrscheinlich. Krankenhaus. Ja, ich ändere kurz die Tageszeit. Sicher ist sicher. Nicht, dass ich jetzt was verwechsle, weil es scheint mir so. Bei ein paar Sachen habe ich jetzt offscreen ausprobiert. Inwieweit das eben funktioniert, was ich jetzt am besten machen soll. Bevor ich euch da jetzt mitschleife und keinen Plan habe. Sparen wir uns so zumindest ein bisschen Zeit. Hat natürlich den Nachteil, wenn das jetzt schon ein bisschen länger her ist, dann kommt es schon mal vor, dass ich ein, zwei Sachen verwechsle. Aber das macht eigentlich Sinn, dass er erst mittags da ist. Nachts will der Gute ja erstmal schlafen, erstmal seinen Schock überwinden. Aber der nächste Schock folgt gleich. Okay. Wo ist Carmen eigentlich? Das ist eine normale Hure. Jethro, und hab meine Ruhe. Beziehungen sind alles. Wenn er Schnee von mir will, soll er sich's verdienen. Hey! Ihr sucht Abenteuer? Ja, ich will auch Schnee haben. Schnee im Sommer. Ach, da ist Carmen ja wunderbar. Danke für eure Hilfe. Jetzt lassen Sie uns in Ruhe. Ihr seid also nun allein. Spinnt ihr? Einige Jungs aus dem Dorf kümmern sich um uns. Die wurden nur mit diesen Missgeburten nicht fertig. Verstehe. Was darf's sein? 200 Orens? Oder wäre euch eine andere Zahlungsart lieber? Ich nehme das Gold, oder? Und was für eine Frage. Ich bin kein Materialist. Im guten Buch steht, keine Gefälligkeit bleibt ohne Lohn. Ich sorge dafür, dass es sich im ganzen Ort und bei den Damen vom Gewerbe herumspricht. Wir Huren wissen, unsere Dankbarkeit zu zeigen. Das ist schön. Ihr seid recht einzigartig, aber an Hochstaplern, die sich für euch ausgeben würden, fehlt es nicht. Einigen wir uns darauf, dass ihr den Mädchen Blumen bringt, wenn sie Zweifel haben. So, wissen sie dann, wer ich bin? Unbedingt. Ich habe noch nie von einem Freier gehört, der einer Hure Blumen mitgebracht hätte. Okay. Wir sollten noch Poker spielen, aber das mache ich vermutlich offscreen. Adieu. Dann kann ich euch wieder davon berichten. Na gut. Ah, wir sind aufgestiegen. Sehr cool. Ich würde sogar bezahlen, um bei euch zu sein. Oh yeah. Haben wir Blumen dabei? Tatsächlich. Ich weiß nicht, wie in Türmen eingesperrte Prinzessinnen ihre Dankbarkeit zeigen, wenn sie befreit werden. Aber ich verspreche euch, ihr werdet nicht enttäuscht sein. Ich nehme euch beim Wort. Na gut, das kennen wir ja schon bereits. Das heißt, mit den Huren werde ich erstmal nicht rummachen. Es gibt ja noch eine andere Frau. Die will unbedingt mit dem weißen Wolf reden, aber ich bin mir gar nicht sicher, wie das bei ihr funktioniert. Ihr muss ich irgendwie eine Schal oder sowas schenken. Und ich muss sie auch erstmal finden. Das ist gar nicht so leicht in Visima. So, wir wollten ja zu dem Posten. Da laufe ich schon wieder vollkommen falsch. Oh, Vincent, wart nur ab, ey. Du kriegst auch noch die Kehle aufgeschlitzt. Sie ist zumindest grün angezeigt, deswegen, also sie sieht ein bisschen aus wie die hier. Komm, lass dich mal ansehen.
Also, nicht schucken. So. Hat zumindest dasselbe Charaktermodell. Da müssen wir auch noch später rein. Aber wie gesagt, später. Laufe ich hier? Ja, hier ist schon richtig. Das ist in Ordnung. Komme ich da... Na, da komme ich nicht durch. Das habe ich schon gedacht. Schade. Muss ich eben außen rumlaufen. Ihr bringt nur Ärger. Das mag schon sein, aber ich rette auch die Huren. Du vielleicht? Nein, sie ist es auch nicht. Wo ist das denn, sag mal? Was renne ich hier wieder? Na doch. Was renne ich hier wieder in falsche Richtungen rum? Wo ist er? Da ist er, der Vincent. Wenn ihr wegen dem Lagerhaus hier seid, rate ich euch, dass ihr nachdenkt, bevor ihr etwas sagt. Wollt ihr Geschäfte mit den Salamandra machen? Das Lagerhaus war eine offizielle Angelegenheit. Die Leute, die ihr aufgeschlitzt habt, wollten gegen die Salamandra aussagen. Ihr habt Glück, dass sie keine wertvollen Informationen hatten. Die wollen mich tatsächlich betrügen. Das ist nicht überzeugend. Mir egal. Seid gewarnt. Wenn ihr mir wieder in die Quere kommt, sitzt ihr mit eurem Hexerarsch im Gefängnis. Verstanden? Ich werde die Untersuchung selbst fortsetzen. Falls ihr irgendetwas damit zu tun habt. Genug. Liegt was Spezielles an, wenn nicht verschwindet. Ich will über die Salamandra reden. Na gut. Jemand hat ihnen von meiner Verabredung mit der Gorgo erzählt. Was wollt ihr damit andeuten? Der Professor, nachdem ihr ihn entlassen habt. Dafür kommen mehrere in Frage, aber fast alle weisen auf euch. Nee, mich interessiert das mit dem Professor viel mehr. Der Professor, nachdem ihr ihn entlassen habt. Ich habe keine Zeit. Ende der Diskussion. Was macht ihr nachts? Trefft ihr euren Boss, Azar Javed? Es ist doch nicht unnatürlich, dass ich die Nächte im Händlerviertel verbringe. Woher habt ihr das Gold dafür? Man braucht nicht immer Geld. Wohlhabende Freunde. Ich habe keinen stichhaltigen Beweis. Schieben wir die Entscheidung also auf. Klingt, als wäre aus eurem Gebirge ein Maulwurfshügel geworden. Das passiert, wenn sich Amateure an ernsthafter Arbeit versuchen. Solltet ihr auf echte Hinweise stoßen, schaut wieder vorbei. Ich werde euch ein paar nützliche Ratschläge geben. Ich hasse es, mit dieser Pike herumzufliegen. Ich benötige mehr Beweise. Ja, der sieht wirklich ziemlich selbstsicher aus. Ich hoffe, ich mache keinen Fehler, indem ich ihn beschuldige. Und reden wir mal mit Jethro, was er dazu zu sagen hat. Ob wir irgendwas aus dem Kerl rausquetschen können, das erfahrt ihr im nächsten Part. Bis dann!